Liebe Gartenfreunde, herzlich willkommen zu diesem Praxisvideo und ich möchte dich heute mit zu meinem ersten Gang hier in den Garten mitnehmen, den ich jedes Mal mache, wenn ich hier in den Garten komme. Und das ist der Gang zu meinem Regenmesser hier. Den siehst du hier. Ich möchte dir erklären, wie ich dieses Hilfsmittel nutze, um im Garten Wasser zu sparen. Ich möchte dir zeigen, was die komischen Zahlen, die ihr da seht, eigentlich bedeuten. Und ich möchte dir auch zeigen, wie du deinen Regenmesser richtig installierst, denn da kann man auch einiges falsch machen und zu falschen Messergebnissen kommen. Ja, und wir schauen jetzt gleich mal gemeinsam, wie viel hat es denn die letzten 3 Tage geregnet. Da schauen wir einfach mal hier auf die Skala, also 5, 6, 7. Also das bedeutet, 7 mm hat es die letzten Tage geregnet. Und wenn jetzt ein oder andere sagt Millimeter, ich denke, das wird immer in Litern angegeben. Also mein Mann, meine Frau sagt immer, es hat 5 Liter geregnet. Ja, hast du absolut recht. Also die Millimeter sind mit Liter gleichzusetzen. Also wir können jetzt sagen, es hat 7 Liter die letzten Tage geregnet. Aber 7 Liter auf was für eine Fläche jetzt eigentlich? Das erkläre ich euch später. Ich stelle euch erstmal den Regenmesser vor. Und dieser Regenmesser, den ihr hier seht, der ist aus Plastik. Der ist wirklich schön stabil. Den kann man auch das ganze Jahr in der Sonne lassen. Der ist UV-stabil. Aber ein was darf man nicht machen. Man darf im Herbst, wenn es die ersten Nachtfröste gibt, nicht vergessen, den Regenmesser richtig zu entleeren. Weil da können wirklich schon kleinste Wasserreste dazu führen, dass hier feine Mikrorisse entstehen. Und da könnt ihr den einfach nicht mehr im nächsten Jahr verwenden. Ist mir schon oft genug passiert. Dir wahrscheinlich auch. Kannst du gerne mal in die Kommentare schreiben. Das bedeutet, wenn der erste Nachtfrost angesagt ist, dann den Regenmesser nehmen und einfach mit ins Haus nehmen, in die Gartenlaube nehmen. Der hat dann draußen nichts mehr zu suchen. So, liebe Gartenfreunde, und während ich hier noch was vorbereite, möchte ich euch einfach mal sagen, wie einem so ein Regenmesser dabei helfen kann, Wasser im Garten zu sparen. Also, ihr wisst ja, so ein Garten, Durchschnittsgarten braucht ungefähr 10 bis 20 Liter Wasser pro Woche. Also das kann man jetzt nicht verallgemeinern. Der eine hat einen sandigen Boden, der andere hat einen lehmigen Boden, aber so roundabout, sagen wir mal, 10 bis 20 Liter. Wenn ich jetzt hier in den Garten komme und ich sehe zum Beispiel, es hat 10 Liter geregnet, dann weiß ich, da brauche ich jetzt nicht mehr so viel die nächsten 3 Tage zu gießen. Wenn ich jetzt sehe, okay, es hat nur 1 Liter geregnet, dann weiß ich auf jeden Fall, okay, jetzt muss ich schon viel Wasser hier auf die Beete bringen. Wenn ich sehe, es hat 20 Liter geregnet, dann weiß ich, okay, da brauche ich normalerweise in der ganzen Woche nichts mehr zu gießen hier. Und ihr kennt das vielleicht so, es hat geregnet, ihr habt ein Regenmesser und ihr denkt so, wie viel waren das jetzt? Waren das 2 Liter, waren das 5 Liter oder waren das 7 Liter? Das kann man einfach, wenn man das jetzt den Regen so fallen sieht, das kann man einfach ganz schlecht einschätzen. Und dann muss man teilweise an die Beete gehen, muss da fühlen, ja, wie feucht ist denn das noch? Und das ist einfach ein schönes Hilfsmittel, was einem so ein bisschen bei der Einschätzung des Wasserhaushaltes des Gartens helfen kann. Also mir hilft das auf jeden Fall gut und ich habe mich schon oft genug verschätzt, wo es dann einen riesen Gewitterguss gab und ich dachte, ach, jetzt brauchst du die ganze Woche nicht mehr zu gießen und dann plötzlich, ja, waren es nur 3 Liter gewesen und ich dachte, es wäre eine Unmenge gewesen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich bin da irgendwie total schlecht im Schätzen. Und so ein Regenmesser solltet ihr in 1 Meter bis 1,50 Meter Höhe installieren. Ich habe hier einfach so einen Stab in der Erde gesteckt, dann gibt es hier die Halterung, da kommt der rein und der Stab sollte natürlich auch stabil stehen, weil wir wollen natürlich auch die richtige Regenmenge bei starken Gewittern messen. Und bei starken Gewittern wissen wir, was los ist, da weht ein richtiger Sturm von der Seite, von hier, von da. Und wir wollen natürlich nicht, dass das hier alles umgeweht wird, weil wir wollen ja messen, wie viel hat es während des Gewitters geregnet. Außerdem sollten wir darauf achten, dass in einem Radius von 1 Meter keine Äste da irgendwie unterwegs sind, dass da vielleicht irgendwie bei einem starken Gewitter die Äste in den Weg geweht werden, vielleicht den Regenmesser umstoßen oder irgendwie hier drüber kommen oder drüber wehen und dadurch den Regen abfangen und das Messergebnis verfälschen. Das wollen wir natürlich auch nicht. Und wir müssen nach oben schauen. Und wenn wir nach oben schauen, sollten wir den Himmel sehen, weil wir müssen auch darauf achten, dass wir den Regenmesser jetzt nicht unter einem Vordach oder unter einem Baum irgendwie platzieren aus Versehen und dann fangen die Blätter oder das Dach die ganze Zeit den Regen ab und wir wundern uns, warum hat es denn das ganze Jahr nur 1 Liter bei uns geregnet? Ja, Freunde, und ihr seht, ich bin hier wieder bei meiner professionellen Konstruktion und das ist nämlich 1 Quadratmeter hier. Also 1 Meter mal 1 Meter mal 1 Meter mal 1 Meter, also 1 Quadratmeter. Das bedeutet, wenn wir jetzt in unserem Regenmesser 5
Liter gemessen haben. Also es hat 5 Liter geregnet. Das bedeutet, es hat 5 Liter Wasser auf den Quadratmeter geregnet. Hier habe ich jetzt 5 Liter drin. Und da könnt ihr euch vorstellen, dass jetzt hier auf diesen Quadratmeter die halbe Gießkanne eingeprasselt ist und die Erde schön durchtränkt hat. So, das waren jetzt 5 Liter Regen auf den Quadratmeter. Wenn ihr jetzt vielleicht mal im Fernsehen hört, irgendwie es hat 50 Liter geregnet, dann wisst ihr, ah, okay, es hat 50 Liter auf den Quadratmeter geregnet. Und könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn auf so eine kleine Fläche 50 Liter Wasser fallen? Da gibt es natürlich richtig böse Überschwemmung, gerade wenn der Boden nicht aufnahmefähig ist. Da empfehle ich dir nochmal dieses Video. Da geht es darum, warum du deinen Garten vor dem Regen immer gießen solltest. Schau es dir gerne mal an. Danke für deine Zeit. Bis bald, euer Robert von Autorando.